Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Elementarschamane in Kat'Mog und Ele ist immer noch eine komplette Frechheit momentan. Der Damage ist so krank. 419 Item, 2er Set Bonus ist am Start, 4er soll ich mir mal organisieren. Und wir spielen Totem des Himmelszorns, statisches Feld Totem und Kontrolle über Lava. Die anderen Talente seht ihr wie immer unten in der Beschreibung einfach. Könnt ihr euch einfach rauskopieren. Ansonsten totemische Projektion mit statisches Feld Totem ist witzig ohne Ende. Warum kann ich euch gleich zeigen. Das ist mega nice einfach nur. So, wir haben schon mal den ersten Flameshock verteilt. Schauen, dass wir gleich den nächsten rauskriegen. Da haben wir auch schon Flameshock Nummer 2, Flameshock Nummer 3. Dann können wir hier mal ein bisschen AOE blasten gleich. Ballern wir da noch einen rein und dann gehen wir hier einfach mal rein. Und den ersten, den löscht hier eh direkt weg. Was man da nämlich machen kann, ist, man kann das Totem hier, hoffentlich, geht das? Ne, das kann ich nicht da oben aufstellen. Okay, schade. Ich dachte, das geht im BG maybe da ganz oben, aber dem ist zumindest gerade vorerst nicht so. Wir können nämlich gleich den Omega Ele One-Shot tryen hier. Und zwar werden wir das auf irgendeinem Orb auch noch tryen, ob uns das aufgeht. In der Zwischenzeit patten wir hier einfach so ein bisschen Damage, indem wir hier alles dotten, was wir dotten können. Aber der war gerade in der Bubble drinnen. Und zwar seht ihr meinen Overlord da in der Mitte vom Bildschirm. Das ist einmal von der Weak Aura. Der Overlord ist nichts anderes, als dass er mir garantiert, dass die nächsten paar Hits von Lava-Eruption auch noch zusätzlich ein paar Mal aktiviert werden. Und das kombinieren wir dann gleich ziemlich hart. Und zwar werden wir hier noch einmal den Berserker-Buff uns ganz kurz inhalieren. Und jetzt schauen wir nur, dass wir den Brox nochmal ganz fix kriegen. Der stand hier nochmal schön drauf. Meli-Bubble geht nochmal hinterher. Wir können hier nochmal einen Meteor mit reinballern. Vielleicht kriegen wir ihn gerade noch down. Nein, will gerade nicht sterben. Jetzt suchen wir uns irgendein lustiges Ziel aus. Was haben wir für ein lustiges Ziel? Ich würde sagen, irgendwie der Druid. Der Druid sieht ganz witzig aus. Der weiß nämlich nicht recht, wo er hin soll gerade mit sich. In der Zwischenzeit machen wir hier einfach mal unseren CD an und gehen hier einfach nur so ein bisschen rein in den. Wir kriegen leider unseren Brock gerade noch nicht ganz. Wir können hier aber einmal stunnen ganz kurz, schauen, was er hier vorhat. Stellen dann einmal hier das Totem, dann morphen wir den hier rüber. Seht ihr, was ich gemeint habe mit dem? Warum das witzig ist? Okay, ich habe leider keine Brocks, wie es aussieht. Ich will den so bad one-shotten, aber ich kriege einfach keine Brocks, wie es aussieht gerade. Das ist natürlich ungut. Er will mich aber hier komplett blasten. Wir laufen hier nochmal line of sight. Jetzt hätte ich einen Brock und jetzt habe ich Stormkeeper wieder nicht mehr. Es läuft gerade nicht. Man könnte sagen, es läuft gerade nicht. Wir stellen hier einen Stun auf, laufen dann auf die andere Seite, schauen, ob wir den rauskriegen. Der Rogue stunt uns darauf. Da können wir natürlich nochmal wegjumpen gerade. Schauen, dass wir ihn hier slowen können. Er will uns unbedingt hier down haben. Wir können hier einmal Spirit Walker's Grace anmachen, uns ein bisschen healen. Und im Endeffekt ballern wir dann hier einfach rein. Wurde er gerade dispelled oder wo ist mein zweiter Debuff hin? Der vanisht hier direkt wieder raus. Das ist natürlich ungut, aber die Lava-Eruptionen, die fliegen einfach die ganze Zeit in alle Richtungen. Da kannst du dich einfach nicht vor verstecken, du Minjun. Jetzt habe ich keinen Berserker mehr, aber da drüben sieht es nach Spaß aus, du. Irgendwo, komm, ich will irgendwas Spaßiges jetzt. Irgendwas Spaßiges gerade. Da ist zu wenig. Nein, der ist schon down. Ach komm, hör auf. Dann finish ich halt einfach den DK hier. Was soll denn das? Das wird weder ein schnelles BG. Das wird wohl eine zweite Runde werden. Hier, ich kann hier noch einmal reingehen. Aber da ging es mir gerade nicht auf, du. Da ging es mir gerade nicht auf. Schau, den schieben wir wieder zurück hier. Das ist so toxisch, das Talent, ne? Du kannst es nur eine gewisse Reichweite schieben. Also ich kann den jetzt nicht nehmen und einfach komplett in so einen Zerg reinwurfen, aber ich finde das mega witzig, keine Ahnung warum. Wir stellen hier mal einen Stun-Totem auf, dann dotten wir hier mal so viele wie nur möglich. Der läuft uns aber schon wieder line of sight, der springt lieber alleine hier rein. Wir stellen unser Totem auf und dann ballern wir einfach mal rein in den. Den hat schon irgendein anderer gerade komplett aus dem Leben geschadet. Du, ich komme hier nicht zu nichts. Ich komme hier zu nichts. Der dispellt auch die ganze Zeit alles, der Brotpa, der Holy Pali hier. Kann der denn nicht damit aufhören, du? Sonst hau ich dich da in den Zerg rein. Wobei, der geht schon von alleine rein. Den brauche ich gar nicht reinschmeißen, du. Brauchen wir gar nicht reinschmeißen. Dann haben wir nochmal einen Stormkeeper am Start. Big Damage. Da war er. Da war er, der Ele One-Shot. Da konnte er sich nicht gegen wehren, Mann. Einfach deleted gerade. Grounding Totem steht da oben. Wir können hier nur ein bisschen so random reindotten und dann sprayen wir hier wieder rein, was geht gerade. Da hat er eh schon wieder keinen Bock mehr. Da läuft er einfach line of sight, der Junge. Und dann schauen wir, ob wir den hier oben nochmal ganz kurz abholen können. Da ist nochmal ein Feral. Der wird aufgedeckt und gibt direkt auf. Wir können ihn hier einsperren. Dann holen wir ihn hier rüber. Schiami hat seinen Spaß hier. Am Trollen gerade. Stunnen den nochmal. Und dann können wir ihn hoffentlich deleten. Wunderbar, da geht auch schon wieder da. Dieses Talent ist so dumm einfach nur. Warum geht das halt überhaupt?
Warum geht das halt überhaupt? Vielleicht können wir nochmal einen glauben gerade. Das sieht mir nochmal ganz gut aus. Wir haben nämlich alles ready gerade. Wir stellen auf jeden Fall gleich mal unseren Stuff auf. Der stunt uns hier. Wir hauen den hier mal ganz kurz zurück. Und jetzt brauche ich nur den Brock. Komm, gib mir den Brock. Gib mir den Brock. Gib mir den Brock. Gib mir den Brock. Jo, hau rein. Damit hat er nicht gerechnet gerade. Wir gehen hier mal in den Wall rein. Schauen wir, was hier so passiert. Ich kriege einfach keinen Brock, ne? Es gibt's nicht. Gib mir einen Brock. Einen Brock. Es will nicht. Nein. Es will nicht. Was soll denn das? Schauen wir, was er vorhat. Er hat aber Angst, dass er runtergenockt wird. Du, das ist ja nicht mehr normal. Okay, will er nicht? Kann ich dich hier einsperren? Dann schieben wir dich hier rüber. Oh mein Gott, ist ich selber outplayed. Jetzt habe ich mich selber outplayed. Ich krieg keinen Brock, Mann. Ich bin die ganze Zeit ready für den One-Shot gerade. Ganze Zeit ready für den One-Shot. Ich stelle jetzt einfach die random Totems auf, Mann. Jetzt werde ich hier wild, du. Jetzt werde ich hier aber wild, du. Gib mir einen. Einen. Nur einen, bevor es mir Chaos ist. Okay, wir machen Elementar und gehen nochmal voll in den Pali rein hier. Komm, da geht rein, da geht rein, da geht rein, da geht rein. Zwar nicht biggest One-Shot, aber ich glaube, er kommt Melee Wings an. Wir kicken das hier nochmal ganz kurz. Wir kicken das nochmal ganz kurz hier und hauen einfach nochmal schon random rein, Alter. Der Pali pumpt einfach alles gegen gerade. Und eine Smoke Bomb steht auch nochmal. Und der DK, der desorientet uns nochmal. Wir gehen einfach in alles rein, wo wir reingehen können. Vielleicht gehen wir nochmal drauf am Ende. Da zieht mir nochmal noch ein Tod aus. Kurz bevor das BG vorbei ist. Yep. Da stehen wir nochmal auf. Maybe gehen wir nochmal drauf. Okay. Wollt ihr nicht reingehen? Da brauchen wir eine zweite Runde, Alter. Das lassen wir nicht gefallen. Zweite Runde muss her. Jetzt sehen wir hoffentlich einen wunderschönen One-Shot. Oder auch nicht, aber schau mal, ich gebe mein Bestes. Schauen wir mal, wo wir das nochmal hinkriegen hier gerade. Oder was das jetzt für eine Fiesta wird. Ich hoffe auf jeden Fall. Okay, der klaut mir einen Berserker-Buff, oder? Nein, der klaut mir Bersi. Das ist ein Los, Alter. Da kannst du direkt liefen. Hey, Mann. Okay, die sind alle Must-Elf hier vom Rogue, wo wir stellen hier mal einen Slow-Totem auf. Die werden hier gleich alle rauspoppen irgendwann. Wir können zumindest mal einen hier debuffen und dann slowen wir den auch gleich. Und da kommen auch schon die ganzen anderen. Wir shrinken hier direkt raus und schauen, dass wir hier ein bisschen wegkommen. Wir stellen hier einen Stun-Totem auf uns auf. Stunnen den dann hier nochmal DR. Er hat schon Vendetta und alles auf mir drauf auf jeden Fall. Stellen hier alles auf. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Wir gehen einfach rein, komm. Was soll passieren? Committen wir schon mal alle unsere CDs, einfach nur für Nummer sicher zu gehen. Eventuell kriegen wir einen Brock gerade oder nicht. Ansonsten finishen wir nämlich einfach so ein. Ich glaube, wir finishen einfach so ein und ballern einfach hier mal ein bisschen rein. Und dann haben wir da nochmal ein bisschen mehr Schaden. Denn, nochmal zum Erklären, wie das funktioniert mit dem Big Damage vom Elish-Army. Okay, der geht direkt für den Cloak. Normalerweise hat man ja seinen Stormkeeper. Stormkeeper ballert einfach nochmal zwei... Oder es ballert halt den Blitzschlag rein. Blitzschlag macht mehr Damage. Und wenn der reingeht, dann dupliziert er sich nochmal. Mastery gibt es auch noch vom Ele. Mastery ist Overload. Und der Overload dupliziert den Spell nochmal. Zwar nicht mehr für den ganzen Schaden, sondern nur ein Bruchteil vom Schaden. Aber es macht halt dann nochmal zusätzlich den Damage dazu. Okay, da kommt gerade die Flagge auch einfach raus. Da gibt es ein Talent. Und mit diesem Talent kann man ganz einfach garantieren, dass das immer passiert. Okay, wir schauen mal, dass wir den hier irgendwie wieder kriegen gerade. Der laggt ja gar nicht, der Typ. Was ist denn bei ihm los? Der laggt ja überhaupt nicht da vorne durch die Gegend mit der Flag gerade. Und da kann man es halt im Endeffekt garantieren, dass das brockt. Und ich komme hier gerade gar nicht zum Erklären. Ich glaube, wir haben die Flagge down. Doch, wir haben die Flagge down. Okay. Und wenn man Airdrop macht hier mit Kraftzug, dann dupliziert es halt bei Blitzschlag nochmal den Spell. Das heißt, wir machen Stormkeeper, schauen, dass wir Elementar-Overload haben und machen Airdrop davor und dann ballern wir halt mehr oder weniger rein. Und wenn das alles lined, dann haben wir natürlich den biggest Damage ever. Und das ist natürlich immer extrem geil. Wir stellen hier oben mal einen Slow auf und schauen, dass wir wieder so viele Flameshocks wie nur möglich verteilen. Schauen, dass wir wieder unseren Pet rausholen. Der dispellt hier schon wieder wie wahnsinnig. Das ist natürlich immer ungut, weil da kriegen wir dann nur halb so viel Schaden gerade raus. Aber natürlich trotzdem immer schauen, dass wir hier die ganzen Debuffs verteilen und versuchen, so gut es geht, irgendwie den Damage anzubringen nebenbei immer. Da vorne ist auch schon wieder einiges unterwegs, aber ich bin schon ziemlich low mit den HP. Wobei, jetzt werden wir hier ein bisschen geheilt. Da geht direkt einer rein. Wir knocken beide weg. Er springt direkt wieder zu uns. Wir können ihn hier einsperren, move ihn einmal hier auf die Seite weg.
Reicht aber nicht. Soll ich nochmal aufstehen? Wir stehen hier tatsächlich nochmal auf. Ich weiß nicht, ob es eine Fehlentscheidung war und ob uns der Healer nochmal hielt. Momentan sieht es gerade nicht so aus. Wir kriegen einfach Cocoon jetzt random. Okay, das lassen wir einreden gerade. Und dann versuchen wir den nochmal zu killen. Das war mir schon bewusst, dass wenn ich da vorne stehe, irgendwann open einfach alle aus dem Stealth und alle zeitgleich halt auf einen Schlag. Und dann geht das für mich nicht gut aus. So, wir ballern hier einfach wieder rein und hoffen, dass wir gleich mal unseren Overload-Brock jetzt dann irgendwann kriegen. Jetzt wird es dann langsam lächerlich, du. Jetzt wird es dann langsam lächerlich. Da steht ein Grounding-Totem. Nur falls euch wundert, warum ich gerade gar nichts drücke. Weil ich im Endeffekt in der Zeit keinen Spell rauskriegen würde. Wir healen uns hier wieder ein bisschen. Unser einer Heiler ist ein bisschen überfordert. Die haben den Vorteil, dass sie mehrere Heiler da drüben stehen haben. Jetzt haben wir den Brock mit am Start. Jetzt machen wir hier alles an. Der Schurke ist aber wieder im Cloak natürlich. Wie kann es auch anders sein gerade? Und stealth natürlich jetzt auch. Ich werde hier wahnsinnig, ne? Ich werde hier komplett wahnsinnig. Immer wenn ich alles parat habe, irgendein random Stuff passiert hat immer mittendrin. Und dann kriegen wir wieder gar nichts raus in dem Sinne. Der steppt hier schon wieder hinterher. Der ist schon wieder so greedy, der Rogue. Das gibt's einfach, ne? Jetzt wäre es nice, wenn der Warlock, der von dem Rogue getunnelt wird, auch mit auf den gehen würde. Da hätten wir nämlich nochmal ein bisschen mehr Damage gerade parat. Wir redotten den hier nochmal. Wir müssen unbedingt weg. Der andere Ele zerlegt mich nämlich sonst einfach, wenn ich hier gerade stehen bleibe. Wir pushen einfach mal komplett zurück. Cocoon geht hier eh schon wieder raus. Die Flagge haben wir. Unsere Flagge kommt aber noch nicht ganz raus. Deren Flagge läuft hier. Oder bin ich verwirrt gerade? Ist das die Flag? Doch, das ist die... Wieso steht denn der da? Was? No, pickt halt die Flag, Alter. Steht der daneben, ne? Steht der daneben, macht ja gar nichts. Ich krieg einen Anfall hier. Steht der daneben, macht einfach gar nichts neben der Flag. Glaubt er, die teleportiert sich da jetzt auf magische Art und Weise rüber? Ich meine mit der Zeit, ja, aber nicht gleich halt. Unser Schurke, oder deren Schurken, dürften gleich auf unserem hier wieder openen. Da sind sie auch schon, da ist Schurke Nummer 1. Wir versuchen einen zu hexen, den anderen zu lassoen. Hex ist raus, Lasso ist raus, der geht hier direkt raus. Wir moven die beide hier wieder zurück. Er steppt direkt wieder, er checkt's nicht, er will immer wieder rein hier. Der Schurke komplett am Limit gerade, das Hirn, es schwillt bis zu den Ohren raus. Bei dem Move hier gerade. Wir können den hier einfach einmal deleten. Schauen wir, ob wir den anderen Ele hier auch gerade ein bisschen bearbeiten können. Der lockt uns hier erstmal. Ich weiß nicht, warum ich gerade aus Versehen Jump gedrückt habe. Das war gerade nicht eigentlich beabsichtigt. Totem der Erdung geht raus. Da kriegen wir natürlich nichts rein, aber... Jetzt geht er auch schon down. Das ist natürlich ungut, wenn der Grounding spielt. Ich ne Grounding spielt, dann fresse ich natürlich Damage und würde ihn im 1v1 so gut wie beinhart verlieren. Wir gehen alle zurück jetzt, wie es aussieht. Warum, weiß ich gerade nicht ganz. Wir supporten unsere Flagge jetzt mit unserer Moral oder sowas. Bin mir noch nicht ganz sicher. Werden wir dann feststellen, was hier gerade passiert. Der kriegt hier erstmal eine Steel Trap ins Gesicht. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Wir geben ihm dann Lasso nochmal hinterher. Da wird direkt Parry draufgezogen. Deswegen pushen wir hier erstmal weg. Schauen, dass wir uns hier ein bisschen heilen können hier hinten. Der Vari versucht schon wieder durchzulaufen und, glaube ich, Flagge zu holen. Wir können ihn aber hier drauf slowen. Er geht darauf direkt zu uns. Wir sperren ihn hier wieder ein. Schauen, dass wir sie wieder alle zurückmuffen auf den Stormbolt. Da kommt er gerade nicht raus. Jetzt können wir natürlich hier, fliegt auch noch ein Spear mit rein. Warum nicht? Ich meine, komm. Einer geht noch. wenn schon reingehen, dann aber richtig, du. Schurke geht auch wieder auf uns. Wir gehen hier für die Wall. Wir schauen, ob wir uns healen können. Wir healen uns hier ein bisschen. Das kann er gerade nicht kicken. Jetzt kann er es erst kicken. Das muss er nämlich warten, bis meine Immunity da ausläuft. Jetzt kann ich einen Stun auf mir aufstellen. Ich habe halt Todesurteil auf mir drauf. Er macht das gleiche mit mir jetzt, der Schaman. Ich kann nur healen gerade. Ich kann nur hoffen, dass ich Kokon kriege. Aber der Healer, wie gesagt, wir haben nur einen. Die haben zwei. Ist ein bisschen kritisch. Ich kann da im Endeffekt gerade nichts machen. Ich kann nicht für Damage gehen oder sonst irgendwas. Ich muss nur hoffen, dass der Healer irgendwas machen kann. Aber da ist man leider meistens nicht so gut unterwegs. Gerade wenn man die Healer halt nicht kennt, die mit dabei sind, dann immer problematisch. Aber wir können hier ein bisschen reingehen. Den Schurken können wir da vorne einmal slowen. Schauen, ob wir hier ein bisschen Damage anbringen können. Ein bisschen geht auf jeden Fall rein. Radiance geht in den Schurken nochmal hinterher. Wir können schauen, ob wir den einfach hier finishen können. Er geht hier einmal in Shadow Meld rein. Und dann kriegen wir hier sogar nochmal einen Damage Brock und können ihn einfach finishen. Da kann er wieder nichts tun. Außer er hat gerade mich sticken können und ein bisschen Damage machen können. Beim anderen war es natürlich ein bisschen verwirrter, was da gerade abging. So, jetzt, Elishami, komm her. Jetzt holen wir dich wieder hier zurück. Okay, das war ein bisschen zu weit gestellt gerade, das Totem. Aber ich kann ihn trotzdem vernichten gerade. Das meine ich, wenn das Totem zu weit weg ist, dann geht es natürlich auch nicht auf. Die BGs sind heute aber anders intens, du. Ich kriege hier meinen One-Shot nicht an. Ich kann hier nicht gerade irgendwie lustig spielen, sondern der ist schon wieder Cloak Vanish. Der ist schon wieder Makro. Da ist alles einfach mit reingebindet gerade. Einfach jeder Defensive rein und alles auf einen Schlag hämmern, weil was soll passieren gerade? Der liebt zurück. Meteor geht rein. Ich jump hier aus Versehen. Ich weiß nicht, was ich heute mit dem Jump habe. Ich weiß, was ich mit dem Jump habe.
Mein Meteor kommt die ganze Zeit nicht. Ich habe ja mein Interface umgestellt. Ich habe kein Keybind mehr für Meteor. Ah, Flo, das wird sein. Wir kriegen Beam von der Eule. Okay, ich würde sagen, wir gehen für die Schurken hier. Biggest One-Shot jetzt. Jetzt! Oh mein Gott. Es hat halbwegs funktioniert. Ich glaube, schöner wird es nicht mehr jetzt. Ich glaube, schöner wird es nicht mehr. Maybe für die Eule nochmal. Für die Eule hätte ich nochmal eine Duplikation. Hier, Big. Oh mein Gott, er meldet. Er meldet einfach. Was ein Gott, Alter. Was ein Gott, diesen er gerade hier. Wir können den hier komplett bearbeiten. Perry geht raus. Jetzt kommt die Panik auf. Jetzt wird wieder irgendwo ins Team reingerannt, glaube ich. Yep, der rennt wieder komplett zurück hier. In der Zwischenzeit pumpen wir einfach weiter rein. Den Varin knocken wir komplett nach hinten, sodass kein Healer mehr in seiner Range ist. Und dann haben wir ihn Free-Kill normalerweise. So macht man das. Denn das sind dann meistens die Ersten, die dann rumschreien. Healer, why are you not healing, bro? Oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Mir ist gerade nichts eingefallen. Duplikation geht an, in beide geht rein. Wir klicken einmal kurz unseren Meteor, damit der auch mal kommt. Fürs nächste Mal binde ich den dann wieder. Ich habe nämlich letztens mein Interface komplett umgestellt, weil ich mal finally final haben wollte. Und jetzt hat es mir ein paar Keybinds deleted vom letzten Mal. Und das ist natürlich jetzt nicht so geil, wenn man da auf einmal nichts mehr machen kann. So, der rotet uns ja erstmal raus. Der Vari, den zerreißt aber eh schon wieder. Wir können ja einfach mal ohne Debuffs gerade irgendwie ein bisschen hardcasten. Wenn wir gerade nichts durchkriegen sonst. Können wir den kicken? Können wir nicht. Wir gehen hier nochmal für unseren Wall. Healen uns hier ganz kurz. Buff uns nochmal Erdschild neu. Der kriegt hier wieder Pain Suppression. Schaut, ob es ausreicht, die Pain Suppression. Ich glaube, es reicht, oder? Sollte reichen. Der spielt überhaupt mit Elemental Blast. Okay. Muss hier ein bisschen zurück. Da hinten sind ein bisschen viele unterwegs. Wir schauen, dass wir Duplikationen reinbringen. Jetzt habe ich meinen Overload übersehen. Das bitter. Aber ich habe Big Damage. Oh mein Gott, Alter. Einfach gelöscht, den Jungen. Einfach gelöscht, Alter. Was will er machen gerade? Wir healen uns hier nebenbei immer wieder so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass gleich einer der Schurken auf mir openen wird. Wahrscheinlich so in 3 Sekunden um den Dreh rum. Da ist auf jeden Fall Manvari. Den knocken wir hier einmal weg. Er lebt wieder zu uns. Dann sperren wir ihn hier ein. Moven beide so ein Stückchen nach hinten. Wenn der hier nicht ganz so viel Spaß hat, da geht wieder Perry raus. Wir versuchen ein bisschen wegzulaufen hier, gehen direkt in den Ghost Wolf. In der Zwischenzeit chased er hier ein bisschen hinterher. Erdschild refreshen wir hier wieder ganz kurz. Einmal können wir das hier stoppen. Nein, er läuft genau auf so einer Range, dass ich es genau nicht stoppen kann. Da ist ein bisschen bitter. Wir klicken hier wieder ganz dreist unseren Cooldown einmal, damit hier wieder ein bisschen Damage gerade rauskommt. Und dann können wir versuchen, eventuell den Ele hier zu zerlegen. Der Ele, den sprengt es einfach. Sehr, sehr geiles Ding. Overload ist am Start. Overload geht raus auf den Heiler. Jetzt mit Totem. Nicht auf dem Heiler. Vari ist das Ziel. Vari hat einfach mal fast 70% verloren durch eine Ability. Und da ist er auch schon tot. Das war schön, aber das war jetzt nicht so spektakulär. Es hat nicht so spektakulär ausgesehen, wie ich es gerade gerne gehabt hätte. Man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Manchmal, da sieht es ein bisschen anders aus als in der Vorstellung. Oh mein Gott, all die Lava-Eruptionen hageln raus. Wir kicken hier den Stormkeeper. Wir gehen nochmal Wall. Sperren alle ein. Moven sie einen Millimeter nach hinten. Jump nach vorne und gehen gerade dabei drauf. Ich habe gerade das ganze Team bis auf... Hoppala. Ich habe gerade das ganze Team bis auf einen Ende eingesperrt und nach hinten geschoben. Ich liebe diese Fähigkeit einfach nur. Ich liebe sie. Schau mal, unser Healer, der wird gerade vom Rogue komplett zerstört. 5 Stacks vom Wundgift sind am Start. Die Mönche tun sich echt immer sehr, sehr schwer hier mit ihrem Heal. Dabei ist Healing Throughput vom Mönch so hoch jetzt mittlerweile, weil sie ihn eh 500 Mal gebufft haben. Der wird hier wild, wie es aussieht gerade. Ja, ich würde mal sagen, wir verteilen hier unseren ganzen Stuff so ein bisschen, stellen unser Ding hier auf und dann bududum, hauen wir einfach alles rein in die ganze... In die ganze Partie hier vorne. Er stunt mich nochmal. Kriegt dann Big Shields von seinem Dizzy da hinten ins Gesicht. Wir hoffen, dass wir nochmal irgendwie einen Brock gerade kriegen. Für unseren Overload. Hoppala, das Totem wollte ich jetzt nicht unbedingt hier debuffen. Wir healen uns wieder ein bisschen. Schauen, dass wir uns hier halbwegs am Leben erhalten können gerade. Den können wir vielleicht umhauen. Den können wir umhauen. Stellen hier nochmal einen Stun rein. Stellen keinen Stun rein. Stellen jetzt einen Stun rein. Wusste, dass der 4 kommt. Hätte gerade vorher die 4 stellen können. Wäre mega easy gewesen sogar. Habe ich ein bisschen gebrainlag gerade. Der hat hier einmal seinen Reflect an. Dann können wir ihn hier dotten. Instant Parry. Insta Blade Storm hinterher. Da vorne. Unser Schurke. Der gönnt sich hier. Wir können ihn vielleicht, wie er mich im Shout noch trifft. Ich kann ihn hier einmal rausnehmen, kann ihm dann hier ein Lasso drücken. Vari, geh doch weg.
Jetzt move wir den Schurken da nach hinten. Nein, er cloakt. Ich kann doch nichts für dich tun, mein Junge. Beweg dich doch. Es gibt's doch nicht. Keinen Millimeter hat er sich gerührt, du. Hey, Mann. Schauen, ob wir das casten können. Können das casten? Können wir sie nochmal healen? Ich muss das wieder klicken, leider. Ich muss ihn hier kurz einmal de-airstarten in den Schurken. Und dann können wir ihn vielleicht einmal ganz kurz bisschen damagen. Bisschen was geht rein. Minimalistischer Schaden. Oh mein Gott, es hat gerade gereicht, dass wir den nochmal legen können. Der Vari hatte, glaube ich, gerade schon innerlich komplett aufgegeben in dem Moment. Ich bin hier schon mehr Healer als DPS mittlerweile. Unser Healer ist ja komplett am Limit. Ich habe ja nicht mal eine Erneuerung auf mir von ihm. Oder Erneuerung. Heißt das Erneuerung? Ne, wie heißt das nochmal? Der Hot da einfach. Da ist er. Beruhigender Nebel. Erneuernder Nebel. Fast. Fast hatte ich es richtig. Fast hatte ich es gerade richtig. Schurke. Mad jetzt, oder? Ne, doch nicht. Das ist ein anderer. Das ist nicht der Warg. Wir können auf den Schurken reingehen. Muss es leider wieder klicken. Aber biggest Damage dafür. Insta-Dead. In der Zwischenzeit können wir schauen, ob wir hier den zerlegen. Die haben einmal eine Flagge rübergebracht. Das ist auch nicht so geil. Der Vari, er reflektet uns direkt wieder unseren Flameshock hier. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit den Ele da hinten snipen. Ele wurde gesniped. Und dann legen wir hier den Vari hier. Der hat schon wieder Parry ab, ist aber schon vorher down. 50 Sekunden. Wir brauchen nicht mal für die Flagge gehen. Das ist so oder so schon vorbei für sie. Die können in 50 Sekunden keine Flag rüberbringen. Da ist das BG schon vorbei. Da brauchen wir gar nicht mehr weiter viel überlegen. Grounding Totem ist gerade raus. Da können wir wieder nichts dorten hier. Aber wir können da oben vielleicht ein paar Debuffs verteilen, wenn es sich gerade ausgeht. Nein, können wir nicht. Da war noch ein zweites Grounding mit am Start. Da ist auch gerade alles reingeflogen. Da ist wieder sehr, sehr ungut. Wir versuchen einfach da oben ein bisschen reinzupumpen gerade. Darf ich hier oben so ein Totem stellen? Darf ich auch wieder nicht stellen. Wir können ihn einmal kicken. Overload geht rein. Maybe kriegen wir einen Down. Maybe, maybe. Oh mein Gott, ich habe ihn, glaube ich. Nein, gerade nicht. Oh mein Gott, ihr habt mich. Ich muss wegspringen und mich healen. Ich muss wegspringen und mich healen einmal ganz kurz. Sonst sieht es bitter aus hier. Sonst sieht es sehr, sehr bitter aus. Der Ele ist mad auf mich ohne Ende. So, schauen wir uns mal an nach dem BG hier. 14 Kills haben wir gemacht. 84 Ehren auf die Siege. Dreimal gestorben. 15 Millionen Damage dann. Damit Platz 1. 3,2 Millionen Healing dann. Er hat sogar 28 Millionen Healing dann. Aber da merkt man halt einfach, wenn nur ein Healer dabei ist, ist ein bisschen problematisch. Selbst wenn der zweite nur 11 Millionen healt, sind es trotzdem dann 36 insgesamt. So, Gesamtdaten. Wir schauen unseren Schaden an. Lava-Eruption. Insgesamt 105 mal 55.000 Crit im Schnitt. 44.000 war der niedrigste. Dann Flameshock 14k-Tick, Airshock 122.000 der höchste, wäre sogar noch höher, vor allem mit dem Overload, wenn wir den 4er-Set-Bonus hätten. Blitzschlag 41.000 bis 70.000, stell dir das vor. Ich meine, ich hätte es öfter nutzen können, aber ich wollte dann unbedingt einfach nur für den One-Shot gehen, einfach weil es witzig ist. Dann können wir natürlich hier nochmal ein bisschen mehr drauf rechnen, wir haben wahrscheinlich so bei 12% vom Schaden her. Aber im Endeffekt 40.000 bis 70.000 Damage ist heavy, das ist pro Blitz. Wenn du dann sagst, mehrere Blitze, natürlich wie gesagt, die Overloads sind ein bisschen niedriger, aber das ist halt dann, anstatt wenn das 70k-Crit ist, ist der Overload bei 40.000, 30.000 und das halt viermal in Folge oder fünfmal in Folge. Das ist schon ein bisschen heavy. So, alles in allem, sehr, sehr schönes BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ein Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links mir unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, hart rein. Ciao.